Und wir besprechen das mit einem echten Geheimdienstexperten, Patrick Sensburg, bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Sensburg, Sie sind auch Präsident des Reservistenverbandes und kennen sich mit dieser ganzen Materie sehr gut aus. Was können denn die Sicherheitsbehörden, auch die Geheimdienste momentan tun, um diesen Fall wirklich auch aufzuklären? Ich glaube, einmal ist wirklich Aufklärung wichtig. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir erkennen ganz deutlich, es sind Anschläge. Das sind nicht irgendwie Katastrophen oder Zwischenfälle. Das ist geplant. Da steckt auch staatlicher Terrorismus dahinter. Sowas kriegt man nicht ohne weiteres hin. Aber ganz konkret herauszufinden, wer war das jetzt? Dafür braucht es Untersuchungen an der Pipeline. Dafür braucht es auch Spurennachlese, wer sowas möglicherweise gemacht haben kann. Da gehen aber die Zeichen deutlich in Richtung Russlands. Diese Untersuchungen an der Pipeline. Ich habe mich vorhin mit einem Energieexperten Frank Umbach unterhalten und er sagte, das ist total schwierig, weil die Russen zum Beispiel gar nicht rein dürfen eigentlich in das Hoheitsgebiet zum Beispiel von Schweden, um dann wirklich dann auch da Nachforschungen anzustellen. Das ist richtig, aber wir können natürlich Untersuchungen vornehmen. Die westliche Welt kann das. Und die Untersuchungen werden natürlich auch weitergehen. Man wird jetzt auswerten, wer war in der gesamten Region mit Schiffen. Man wird auswerten, welche Möglichkeiten hat es gegeben. War es eine Unterwasserdrohne? Waren es Taucher? Also gibt es verschiedene Modelle. Und das kann man natürlich auch peu à peu nachprüfen. Ich glaube, es wird herausfindbar sein, wer diese Anschläge verübt hat. Wie genau geht man da vor jetzt in den nächsten Tagen? Also ich glaube, man muss ja erst warten, bis das Gas wirklich weg ist, oder, aus der Röhre, sonst ist es auch zu gefährlich. Und was passiert dann? Ja, man kann zurzeit dort nicht arbeiten. Klar, es muss erst das ganze Gas ausgeströmt sein, was sich noch in den Röhren aufhält. Aber dann wird man natürlich untersuchen, welcher Sprengstoff war es. Man wird an die Orte gehen mit Kameras, mit Tauchrobotern. Man wird schauen, welche Art von Detonation war das, wie groß ist der Schaden. Wie groß muss diese Bombe gewesen sein oder beziehungsweise diese Bomben? Also da wird es Erforschungen geben, die dann auch Rückschlüsse möglich machen. Und man wird natürlich auch schauen, wie gesagt, welche Schiffsbewegungen gab es wann in der Region. Da wird man retrograd, also zurückschauend, die Bewegungen nachvollziehen. Es gibt ja die abstrusesten Theorien, beziehungsweise vielleicht sind die ja gar nicht so abstrus. Zum Beispiel eine, dass es einen Reinigungsroboter gab, der durch die Pipeline durchgefahren sein soll und Sprengstoff möglicherweise mit dabei hatte. Was halten Sie davon? Also er wird natürlich dann durch mehrere gefahren sein müssen und das abgelegt haben. Ist unheimlich viel denkbar. Aber ich glaube, man sollte jetzt nicht spekulieren. Fantasie ist natürlich was Schönes. Man wird es analysieren müssen, auch bevor man mit dem Finger auf bestimmte Verursacher zeigt. Was glauben Sie, wie lange diese Ermittlungen dauern werden? Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie gesagt, das Gas muss ausströmen. Dann wird man sich genau diese Orte unter Wasser anschauen müssen. Dann geht die Spurendetektion los. Da geht es, welcher Sprengstoff war es, welche Schiffsbewegungen gab es, wie groß ist der Schaden und, und. Vielleicht findet man sogar noch Spuren. Das ist sehr aufwendig, aber es ist möglich. Noch wissen wir noch gar nichts über die Urheberschaft quasi, wer da dahinter steckt. Aber Sie sagen es, auch Russland wird natürlich immer wieder genannt. Was für einen Vorteil hätte Russland eben mit dieser Beschädigung der Pipelines? Was würde das Russland bringen? Wir müssen uns von unseren klassischen Rationalitäten verabschieden. Wir sagen, wem bringt das wirtschaftlich was? Russland betreibt Kommunikation, Zeichensetzung, ist eine klare Machtdemonstration. Wir können jeden überall in seiner kritischen Infrastruktur angreifen. Der Gaspreis ist hoch, er wird noch höher gehen. Und wir haben eine Vielzahl von kritischer Infrastruktur. Ich erinnere an Glasfaserkabel. Also das wäre etwas, da könnte man die westliche Welt unheimlich stark natürlich mit unter Druck setzen. Und das ist die Art der Kommunikation Russlands. Wir haben den Machtschlüssel, euch unheimlich zu schaden. Sie sagen es, jeder ist überall verwundbar. Was kann man ganz konkret aus deutscher Sicht tun, eben auch die Sicherheitsbehörden, um zum Beispiel solche kritische Infrastruktur zu schützen? Kritische Infrastruktur ist sehr vielfältig. Wir haben sie an Land. Wasserspeicher gehören zum Beispiel zur kritischen Infrastruktur, Elektrizitätswerke. Es sind die Pipelines, es sind Glasfaserkabel, die bedürfen unterschiedlicher Art von Schutz. An Land können wir sehr viel machen im Bereich des Heimatschutzes. In solcher kritischer Infrastruktur, die in den Meeren liegt, müssen wir mehr machen. Wir müssen verschiedene Arten der dualen Struktur haben, also Backups, dass wir sagen können, wir können gegebenenfalls Kommunikation auch über andere Glasfaserkabel leiten. Und wir müssen stärker in die Überwachung und Kontrolle gehen. In manchen Bereichen, auch der Ozean und Meere, geht das. In vielen Bereichen wird es nur eine Backup-Struktur ermöglichen, sicher zu sein. Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung heraus, wir sind da schon gut aufgestellt, das ist alles genug geschützt oder ist das momentan ein Hallo-Wach-Moment auch im Prinzip für unsere Bundesregierung? Es ist mal wieder ein Hallo-Wach-Moment. Ich glaube, dass wir erkennen müssen, nicht alle denken rational, wirtschaftliche Prosperität, Wachstum, Zusammenarbeit, das sind unsere Kategorien. Andere Kategorien sind Machtdemonstrationen und da ist das Schädigende ein Mittel. Und hier ist eben ganz klar, wir haben in diesen Kategorien viel zu wenig gedacht. Wichtige kritische Infrastruktur muss eben auch geschützt sein. Sie ist wertvoll und nur der Schutz gewährleistet eben auch, dass sie kontinuierlich genutzt werden kann.
Patrick Sensburg, nicht unbedingt wirklich hoffnungsvoll, was Sie uns erzählen, aber doch sehr informativ. Dankeschön. Gerne.